Wenn es eine Künstlerin gibt, die radikal ist und die uns immer wieder mit ihren Werken gezeigt hat, dass Raum nicht neutral sein kann, dann ist es Monica Bombicini. Wir haben verschiedene Werke von ihr in der Sammlung des Museums. Eines dieser Werke hat den Titel I believe in the skin of things as in that of women. Das ist ein Zitat von Le Corbusier. Das Werk wurde noch 1999 an der Biennale Venedig gezeigt. Es ist eigentlich ein ganz einfaches, begehbares Werk. Es gibt Paneele, die man auch im Bauwesen benutzt, außen. Und dann drinnen sieht man verschiedene Karikaturen, die auf die Architekturwelt, auf die männliche Architekturwelt verweisen. Eine von denen, die ist von Auguste Perret, zeigt einen nackten Mann. Und er sagt, a window is a man because it stands upright. Also ein Fenster ist ein Mann, weil es aufrecht steht. Und auch das Glied des Mannes steht aufrecht. Also auch noch der Humor von Monica Bombicini kommt dazu. Aber sie zeigt uns auch gleichzeitig, wie Räume, Gender und Identitätsfragen aufwerfen.